Ja, vielen Dank für eure Geduld. Ich bin Yasemin Yüksel und Sandra Sperber. Wir dürfen heute eine Geschichte erzählen oder eine Antwort. Wir versuchen, eine Antwort zu geben auf die Frage, warum Audio wie Spiegel Online eine Stimme bekam. Und diese Geschichte beginnt bei einem Nachrichtenereignis im letzten Herbst. Am Montag, dem 29. Oktober, das war der Tag nach der Hessenwahl, haben wir auf Spiegel Online diese Eilmeldung veröffentlicht. CDU, es war um 10.16 Uhr vormittags, CDU, Merkel will nicht mehr für Parteivorsitz kandidieren. Der eine oder andere wird sich an den Tag erinnern. Und drei Tage später haben wir unseren Podcast veröffentlicht, Stimmenfang jede Woche Donnerstag, und da klang diese Geschichte, diese Nachricht so. Ich habe mal gesagt, ich wurde nicht als Kanzlerin geboren, und das habe ich auch nie vergessen. Was wir am Montagmorgen bzw. Vormittag, Mittag erlebt haben, war das angekündigte Ende einer Ära. Das sagt mein Kollege Florian Gartmann, der hier für Spiegel Online über die Union schreibt und beschreibt den Montagmorgen nach der hessischen Landtagswahl, als unsere Nutzer um 10.17 Uhr eine Eilmeldung von Spiegel Online bekommen haben mit der Nachricht, dass Angela Merkel nicht mehr CDU-Vorsitzende sein wird, dass sie nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren wird. Florian, kannst du erzählen, was da hinter den Kulissen geschehen ist? Was ist an diesem Morgen passiert? Also um 9 Uhr am Montagmorgen hat sich das Präsidium der CDU im Konrad-Adenauer-Haus, also der Parteizentrale, getroffen. Das Präsidium ist das kleinste Gremium der CDU, da sitzen also wirklich nur sehr wenige. Und im Verlaufe dieser Sitzung und wohl relativ bald hat die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel dann den Anwesenden, ich würde auch sagen zur Überraschung eigentlich aller, mitgeteilt: Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Aus diesem Kreis heraus gab es dann offensichtlich Menschen, die das Bedürfnis hatten, diese ja sehr interessante Nachricht nach außen zu transportieren. So ist sie dann auch an uns gelangt. Die Kollegin Melanie Amann vom Spiegel war die erste, die entsprechende Informationen bekommen hat. So entstand dann diese Eilmeldung von Spiegel Online. Ja, warum diese Geschichte? Ich glaube, dass dieses Beispiel ganz gut zeigt, warum wir im Haus ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl 2017 einfach die Entscheidung getroffen haben, wir brauchen einen zusätzlichen Kanal, ein zusätzliches Format für unseren Journalismus, weil wir so mit dem Mittel Audio, mit dem Podcast, Geschichten auch hinter den Meldungen erzählen können. Also wir können präsentieren, wie kam es eigentlich zu einer Nachricht? Was ist da, wenn auf einmal bei einem User auf dem Handy so eine Eilmeldung aufpoppt? Wir haben auch gemerkt, dass für uns als Audio-Neulinge das Medium uns erlaubt, einen Blick auch hinter die Kulissen unseres Newsrooms zu erlauben. Wir haben festgestellt, dass aus den Namen in der anonymen Autorenzeile, der eine oder andere liest vielleicht häufig Artikel von Florian Gartmann, weiß aber nicht, wie klingt der eigentlich, wie redet der? Ah, der hat so einen Zungenschlag, kommt vielleicht aus XY, wird plötzlich die Stimme im Ohr. Wir haben außerdem festgestellt, dass es uns mit dem Medium gelingt, Transparenz zu schaffen und wir eben erklären können, wie Nachrichten entstehen. Und insbesondere für uns als Podcast-Neulinge war das ein Highlight-Erlebnis. Wir sind einen Dialog eingetreten mit unseren Hörerinnen und Hörern. Dazu später noch mehr. Ganz so neu sind wir nicht mehr. Wir sind im März 2017 gestartet. Ich weiß, das war schon, glaube ich, schon bei der letzten Subscribe haben wir überlegt zu kommen als Gäste. Also wir sind jetzt schon immerhin seit 2 Jahren mit dabei, haben 91 Folgen Stimmenfang veröffentlicht. Das ist also unser erster Podcast auf Spiegel Online gewesen. Es gab vor vielen, vielen Jahren schon mal ein Experiment in dieser vielleicht ersten oder zweiten Podcast-Welle, aber jetzt sozusagen in dieser Zeit, in dieser Ära des Podcasts ist das unser erster Podcast gewesen. Wir nehmen uns die Freiheit, da, wenn ein Thema es hergibt, auch mal eine lange Folge zu machen mit 40 Minuten, wenn wir das so empfinden, dass 20 Minuten auch ausreichen, sind es nur 20 Minuten, jetzt hatten wir auch mal 2 Stunden eine Sonderfolge, aber eigentlich in der Regel so 20, 25, 30 Minuten ist so meist unsere Länge. Wir sind nicht sonderlich stark formatiert, wollen uns da auch eigentlich nicht einschränken. Also es gibt natürlich viele Kollegengespräche, wie das, was ihr gerade gehört habt.
Wir machen aber auch mal Reportageelemente. Wir waren zum Beispiel mal im Kreissaal, haben uns angeguckt, was Hebammenmangel in der Praxis bedeutet. Wir haben viel Hörerinteraktion per Mail, per Mailbox, und daraus entstehen öfter Geschichten, zum Beispiel Hörerinterviews. Da zeige ich oder spielen wir später noch ein Beispiel. Wir haben inzwischen auch ab und an mal einen Politiker zum One-on-One-Interview gehabt, Christian Lindner kürzlich zum Beispiel. Wir haben Streitgespräche angefangen, kürzlich mit Ralf Stegner und Katja Kipping über Rot-Rot. Also wir variieren und nehmen uns auch die Freiheit, die dieses Medium uns bietet, und probieren aus, schauen, wie was ankommt, schauen, welches Thema sich wie am schönsten umsetzen lässt. Und kürzlich hatten wir auch unsere erste Live-Diskussion, Stimmenfang auf der Bühne mit drei jungen Politikern in Berlin, das dann aufgezeichnet und in der Folgewoche als Podcast gesendet. Genau, seit 2008, im Jahr 2018 hatten wir damit insgesamt rund 2,5 Millionen Abrufe. Es war kurz in der Anmoderation genannt, wir haben uns anfangs die Option gelassen, nach der Bundestagswahl wieder aufzuhören, nachdem es eigentlich auch nach der Bundestagswahl noch viel zu berichten gab, vor allem das Feedback positiv war und es auch für uns erfolgreich lief, haben wir natürlich weitergemacht und sind jetzt inzwischen im Jahr 2019 und bislang kein Ende in Sicht. Das ist ein Rückblick auf die allererste Folge. Wir haben sie genannt, die Wutwähler. Also das war so ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl und da war natürlich für uns eines der bestimmenden Themen vor dieser Bundestagswahl, was ist mit diesem ganzen Frust, diesem Wut, dieser Wut auf Merkel, schlägt das um in Stimmen für die AfD, und deshalb sind wir für die allererste Folge von Stimmenfang ins Forum-Archiv, also in die Leserbriefe, ins Forum von Spiegel Online gegangen und haben versucht, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die dort ihren Frust über die Politik, nicht nur von Angela Merkel, sondern auch häufig über die Politik im Allgemeinen ausgedrückt haben, und daraus versucht, einen Dialog zu machen. Und ich habe 10 Leute, glaube ich, angeschrieben und habe am Ende mit 5 von ihnen telefoniert. Und das ist jetzt ein Ausschnitt, was daraus für die erste Folge geworden ist. Na, wie ist die Hölle los? Da gibt es überhaupt nichts mehr an Kontrolle. Die ganzen Großstädte, egal ob Essen oder Duisburg oder Dortmund, die sind völlig außer Kontrolle. Also haben Sie das Gefühl, dass Deutschland weniger sicher ist als noch vor 10, 15 Jahren? Das ist kein Gefühl, das ist eine Tatsache. Aber das müsste auch der Spiegel irgendwann mal zur Kenntnis nehmen, dass es eine Tatsache ist. Na, es gibt ja auch offizielle Kriminalstatistiken der Polizei. Die Statistiken können Sie doch vergessen. Sie können doch hier nicht mal mehr bei Nacht oder so, oder nicht mal am Tag aus dem Haus gehen, ohne dass Sie Gefahr laufen müssen, dass Sie irgendwo überfallen oder niedergeschlagen werden oder niedergestochen. Haben Sie das Gefühl, das ist so in Deutschland? Ja, bei uns ist es zumindest hier so, in NRW. Wo Statistiken und Fakten machtlos sind, müsste die AfD leichtes Spiel haben, könnte man jetzt meinen. Wie stehen Sie zur AfD? Die AfD ist ein Witzverein. Das war also unser Auftakt ins Wahljahr, unsere Auftaktfolge und auch unser erster Versuch mit, in dem Fall noch Lesern, Hörer gab es ja zum Punkt der ersten Folge noch nicht, mit Lesern in Kontakt zu kommen. Und wir haben viel, viel Feedback auf diese Folge bekommen, was uns ein bisschen überrascht hat. Als Online-Journalisten kriegt man super viel Quatsch ins Postfach. Es gibt viele, viele Hate-Mails. Und bei Podcasts haben wir festgestellt, entsteht doch was anderes. Es ist persönlicher. Die Reaktionen waren auch auf diese Folge, glaube ich, schon bei einigen kontrovers, aber trotzdem sehr, sehr substantiv und doch noch sehr, sehr freundlich und sehr, sehr positiv. Und daraus ist eigentlich, wir haben schon damals eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, dann haben wir noch eine eigene Mailbox eingerichtet und eine WhatsApp-Nummer, wo die Leute uns Nachrichten hinterlassen können. Und daraus ist tatsächlich so ein richtiger Dialog mit unseren Hörern entstanden. Und zum Beispiel eine Folge, wo eine Geschichte, die durch unsere Hörer entstanden ist, das war dann schon Stimmenfang Folge 50, ein junger Mann, der auf unsere Mailbox gesprochen hat und uns ein Thema vorgeschlagen hat. Auslöser war, glaube ich, die Frage, wie ist es mit Politik an Weihnachten? Sprechen Sie eigentlich noch mit Ihren Verwandten über Politik oder sind Sie schon so zerstritten, dass Sie das Thema lieber meiden? Und da kam eine Rückmeldung, die uns zu dieser Folge veranlasst hat. Das ist jetzt der Anfang der Episode. Jahre alt, studiere BWL, Master, wohne in Wuppertal, bin seit 2009 CDU-Mitglied, habe aber seitdem keinmal die CDU gewählt, sondern FDP, AfD und AfD. Das auch recht überzeugt, weil ich halt finde, dass die AfD auch oft zu Unrecht in eine Ecke gestellt wird, in die sie
gar nicht komplett gehört und ich finde viele Menschen, auch der Spiegel, denkt da sehr in Schwarz und Weiß. Und darüber würde ich gerne in der Podcast-Folge mit Ihnen persönlich sprechen, um mal ein paar Dinge irgendwie klarzustellen, was viele in der AfD sehen oder warum sie sie wählen. Das ist Benjamin. Er hat uns vor einigen Wochen diese Nachricht auf unsere Stimmenfang-Mailbox gesprochen. Wir hatten in einem Höreraufruf nach Menschen gesucht, die wegen ihrer politischen Ansichten zu Hause oder im Freundeskreis anecken. Meine Familie ist eher CDU-FDP orientiert und ich fühle mich da halt gar nicht mehr zu Hause. Bei der FDP vielleicht noch ein bisschen, CDU gar nicht mehr. Und auch im beruflichen Umfeld muss ich das irgendwie immer verschweigen. Benjamins Geschichte hat mich neugierig gemacht. Warum wählt er als Mitglied der Jungen Union nicht die CDU, sondern die AfD? Und das schon zweimal. Obwohl die AfD wahre Probleme anspricht, in meinen Augen sich andere nicht trauen auszusprechen, wird sie halt oft unfair behandelt oder halt als Nazi-Pack abgetan. Und das ist ja viel bequemer, als sich wirklich mit den unbequemen Wahrheiten zu beschäftigen. Ich habe Benjamin daraufhin zu einem Experiment eingeladen und ihm Nico vorgestellt. Nico ist auch Mitglied in der Jungen Union und im Gegensatz zu Benjamin wählt er die CDU auch. Ich bin Nico, ich bin 27 Jahre alt, ich habe Politikwissenschaft im Master studiert und habe vor kurzem angefangen in Berlin zu arbeiten und ich bin seit 2015 Mitglied der Jungen Union. Das ist sicherlich keine ganz typische Folge. Das war natürlich auch ein bisschen aufwendiger, den anderen jungen Unionisten zu casten, die beide in Wuppertal zusammenzubringen. Zeigt aber, glaube ich, ganz schön, was wir ja geschafft haben oder was uns eigentlich auch überrascht hat, hatten wir zu Beginn, als wir diesen Podcast gestartet haben, auch gar nicht erwartet, dass da solche Geschichten entstehen, dass wir solche Geschichten zurückbekommen von unseren Hörern, aus denen dann so ganz eigene Episoden entstehen. Das war also dann ein Streitgespräch. Die beiden saßen am Tisch und haben sich über ihre Ansichten auf die Politik der Union unterhalten, hatten auch an vielen Stellen, haben sie die gleichen Probleme gesehen, sind halt nur zu sehr unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Nico wählt weiterhin die CDU, Benjamin ist zwar in der Jungen Union, wählt aber die AfD. Schreibt uns auch übrigens immer noch regelmäßig E-Mails. Und dann haben wir das noch ein bisschen weiter getrieben. Ist wieder ein Streitgespräch, diesmal mit einem Politiker. Die beiden anderen, die wir eingeladen haben, sind enttäuschte SPD-Wähler, also Lars Klingbeil und zwei enttäuschte Ex-Mitglieder und Ex-SPD-Wähler. Die haben wir zum Teil auf Twitter, zum Teil unter unseren Lesern gefunden. Und auch eine sehr, sehr besondere Folge, aber fand ich sehr, sehr schön, weil es eben ja diese Möglichkeiten, die wir da haben, komplett ausnutzt. Wir mal was ganz, ganz anderes machen und Politik und so jemanden wie Lars Klingbeil eben nicht nur einfach zum Interview eingeladen haben, sondern ihm die Frau Neugebauer gegenübergesetzt haben. 30 Jahre SPD gewählt, Rentnerin, muss von wenig Geld leben und die trifft jetzt auf den SPD-Spitzenmann. Totale Strafe und lebe jetzt von 850 Euro Rente. Das reicht natürlich nicht, weil die Mieten auch enorm hoch sind. Also ich komme damit nicht klar. Und bekomme dann Grundsicherung aufgestockt jetzt und ich finde das erniedrigend. Ich finde das einfach erniedrigend. Ich habe drei Kinder geboren, ich habe zwei Kinder großgezogen, also das erste Kind ist gestorben. Also ich habe viele, viele Nackenschläge auch in meinem Leben erlebt und jetzt im Alter lässt man mich hängen. So empfinde ich das und das finde ich nicht gut. Und da bin ich auch stinkesauer drüber, sage ich ganz ehrlich. Und wenn ich dann höre, also von einer sozialdemokratischen Partei, dass die auch jetzt wieder nichts für meinen Personenkreis tut, ich bin ja nicht allein da. Es gibt ganz viele. Also ich will Ihnen offen sagen, dass es eine Sache ist, die in der SPD auch bei den Koalitionsverhandlungen beispielsweise eine Rolle gespielt hat. Ich meine, Wir haben in den letzten Jahren schon auch einiges im Bereich der Erwerbsminderung gemacht. Also ich auch jetzt sozusagen an dieser Koalition wird die Erwerbsminderungsrente genau nicht für den, die da drin sind. Nein, schon. Frau Neugebauer, ganz kurz. Lassen Sie mich einmal ganz kurz, weil ich war ja bei den Koalitionsverhandlungen auch federführend mit dabei. Und ja, so viel vielleicht zu der Episode. Übrigens auch witzig, gerade wo wir hier an diesem Ort sind, Deutschlandfunk, Kammermusiksaal. Das ist der Ort, an dem wir bei Spiegel Online, wir wurden ja als Neulinge vorhin so charmant eingeführt und so ist es auch. Dort nehmen wir unsere Podcasts auf. Diejenigen im Publikum, die vielleicht schon hunderte Folgen aufgenommen haben, lachen vielleicht. Ist eigentlich die Bibliothek unseres Kulturkollegen Volker Weidermann. Es stellt sich heraus, der Raum in unserem Büro, der doch am besten geeignet ist, Audio aufzunehmen.
Ja, Sandra und ich, wir haben es gerade gesagt, 91 Folgen sind inzwischen erschienen. Natürlich sind wir sehr froh, dass der Stimmfang-Podcast nicht nur ein halbes Jahr sozusagen lief bis zur Bundestagswahl, sondern auch darüber hinaus. Aber nicht nur, was wir gut finden, ist da ja relevant, sondern uns hat natürlich interessiert als Audio-Neulinge, wie kommt das, was wir da machen, eigentlich bei den Spiegel Online-Nutzerinnen und Nutzern an. Wir haben mal ein bisschen Feedback rausgesucht, beispielsweise auf diese Wutwähler-Folge, also diese allererste Episode, schrieb uns dann jemand, Sie haben ein Stück Dialog in Ihrer ersten Folge geschafft, danke. Dann gibt es oftmals Kommentare, die in diese Richtung gehen, vor allem die Hintergrundgespräche mit Ihren Spiegelkollegen geben nochmal einen ganz anderen Blick auf die Bundespolitik. Dieser Hörer schrieb auch, dieser Eindruck war auch der Grund, dass ich mir mittlerweile auch erstmals ein Print-Abo vom Spiegel zugelegt habe. Und das letzte Beispiel, da erinnere ich mich noch drauf, das war ein Hörer, der geschrieben hat, herzlichen Dank für Ihren Podcast zum Paragraph 219a. Die Geschichte der jungen Frau aus Bayern und der Ärztin aus Gießen haben mich sehr berührt. Einen Artikel zu diesem Thema hätte ich vermutlich gar nicht angefangen zu lesen und bin daher dankbar für dieses Format. All diese Erfahrungen und das Feedback, was wir bekommen zum Podcast, führt zur nächsten Folie. Was haben wir als Journalistinnen, die vor allen Dingen, ja haben wir gesagt, vor allen Dingen Fernsehen gemacht haben, aber auch für unser ganzes Haus in diesen zwei Jahren gelernt? Auch wieder für die Podcast-Erfahrenen hier ist es nichts Neues, aber definitiv haben wir ein sehr viel intimeres Medium erschlossen, einen sehr viel persönlicheren Zugang können wir zu Geschichten wählen. Ich glaube, wir können mit unserem Format ein Stück weit auch eine Orientierung schaffen in einer durchaus ja sehr, sehr aufgeregten und oftmals sehr, sehr komplizierten Nachrichtenwelt. Unsere Hörerinnen und Hörer sind zu einer Community geworden. Es ist nicht nur so, dass wir da raus senden jede Woche unseren Inhalt, Podcast hier, hört euch das an, sondern die Hörerinnen und Hörer, die schicken auch ganz viel, haben wir ja in den Hörbeispielen gesehen, Input zu uns rein und das ist toll. Auch toll finden wir, dass unsere Podcast-Hörer nicht unbedingt immer auch Spiegelleser sind. Das ist auch gut, weil natürlich in unserem Haus es auch von Interesse ist, dass wir nicht nur den ganz klassischen Spiegelleser erreichen oder den klassischen Spiegel-Online-Nutzer, der sonst nichts anderes anschaut, sondern hier auch eine neue Zielgruppe uns erschließen können. Das ist bislang das Portfolio, was es gibt. Wir haben mit Stimmenfang begonnen. Sascha Lobo hat relativ bald darauf weitergemacht. Inzwischen gibt es auch von den Kollegen von Bento, von unserem Jugendportal, einen Podcast. Die sprechen mit jungen Leuten über ihren Job und fragen, und was machst du so? Jetzt gerade ziemlich frisch haben wir ein Experiment laufen mit drei Vätern. Ein ganz persönlicher Podcast übers Leben als junger Vater. Dann auch schon ziemlich alt, in Anführungsstrichen, also läuft auch schon ziemlich lang, unsere Kooperation mit Audible, der Podcast Sagen, was ist, der sozusagen bei Audible und bei Spiegel Plus, also in unserem Pay-Bereich verfügbar ist, der sich mit drei spannenden Geschichten aus dem Heft, aus dem gedruckten Heft beschäftigt, und zwei Podcasts, die wir bislang als jeweilige Staffel veröffentlicht haben, Netzteil, ein Tech-Podcast, Spiegel Online hat ja so ein Netzwelt-Ressort, was sehr, sehr beliebt ist, da haben wir zwei Staffeln bislang gemacht. Ein Podcast, der nannte sich Hörweite, da haben Reporter von ihren Auslandsreportagen erzählt und jetzt ist eben gerade so ein bisschen der Punkt, seit Januar haben wir offiziell ein Audio-Ressort bei Spiegel Online, von dem wir beide Leiterinnen sind, wo wir jetzt gucken, wie machen wir weiter? Für uns ist natürlich das interessant, dass wir nicht nur eine Staffel machen, Hörweite, und das liegt jetzt irgendwie alles brach und wir machen da nie mehr weiter, haben aber vielleicht ein paar tausend Abonnenten, sondern jetzt ist für uns die Frage, wie geht's weiter mit Spiegel, Spiegel Online, Audio, wie klingt der Spiegel, was sind die Themen, die wir wirklich dauerhaft bearbeiten wollen, und wir sind gerade dabei, neue Formate zu entwickeln, so viel kann ich, glaube ich, schon verraten. Ja, jetzt würden wir dann an die Fragen ins Publikum übergeben, wenn denn da welche sind. Sonst erzählen wir auch gerne noch ein paar Minuten was. Aber ich dachte, nachdem wir jetzt so viel gehört haben, vielleicht gibt es Fragen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen Dank erstmal. Und wie gesagt, jetzt die Möglichkeit für euch, Fragen zu stellen an Jasmin Yüksel und Sandra Sperber. Einfach die Hände hoch. Ey, wir haben noch ganz viel Zeit für Fragen. Dann holen wir die Zeit. Da ist einer. Rein.
Herzlichen Dank für den Überblick. Das ist natürlich immer sehr interessant, wenn dann in den klassischen, ich nenne sie jetzt mal so trotzdem, also Spiegel Online ist ja inzwischen auch ein klassisches Medium, da so neue Formate reinkommen. Meine Frage wäre, und da ist die Frage, wie sehr ihr da jetzt auf der Bühne aus dem Nähkästchen plaudern könnt, aber ob das, also wie schwierig das ist, in dem, also bei Spiegel Online eben diese Formate zu entwickeln. Indem es das Ressort jetzt gibt, kann ich mir vorstellen, dass es sich auch so langsam etabliert, aber ist das ein Kampf manchmal oder wie geht das? Oder sind alle begeistert davon, dass es mal was Neues gibt? Also wir hatten, glaube ich, das Glück, wir kamen zurück aus dem US-Wahlkampf, so, da war die Idee geboren, da gab es ja so viele Podcasts, irgendwie da war natürlich gerade Serial-Boom und zur Wahl gab es so viele Podcasts, da sind wir mit der Idee gestartet, sind zur Chefredaktion gegangen und da hatten wir das Glück, dass man auch in der Chefredaktion schon irgendwie gemerkt hatte, ach, Serial-Podcast-Ding, da geht irgendwie gerade was, alle machen gerade einen Podcast, irgendwie sollten wir das auch machen, aber noch nicht so richtig eine Idee bestand, was man macht. Insofern sind wir da eigentlich auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen. Ich glaube tatsächlich, also was Sandra sagt, wir waren im US-Wahlkampf und das war eben 2016. Wir kamen dann zurück Ende 2016 und wir wussten in Deutschland eben, wir gehen jetzt rein in diesen Wahlkampf, in diesen Bundestagswahlkampf 2017. Das war für uns schon auch irgendwie auf eine Art eine glückliche Fügung. Wir sind nicht losgegangen mit der Initialidee, wir machen einen Politik-Podcast. Das hatten wir eigentlich gar nicht unbedingt, sondern wir wollten grundsätzlich sagen, wir wollen diesen Bereich Podcast Audio für Spiegel Online erschließen. Dann schaute man in dieses Jahr hinein aus Nachrichtensicht und wusste ja, okay, das ist das Ereignis. Dazu kam, das klang ja so ein bisschen an, dass wir eben wussten, das wird ein besonderer Wahlkampf mit der AfD. Es ist einfach ein ganz anderer politischer Player unterwegs, auf den wir auch in unserer Berichterstattung reagieren. Ja, das war so ein bisschen das Umfeld. Aber im Haus natürlich, na klar, wir waren ja nicht arbeitslos zu dem Zeitpunkt. Wir hatten beide Aufgaben im Videoressort. Da sagt natürlich keiner, klatscht in die Hände, yes, super, ihr macht jetzt mal was ganz anderes. Das ist nicht immer einfach, das kennt wahrscheinlich jeder hier im Arbeitsalltag. Aber ja, mit ein bisschen... Ich kann auch vielleicht von dem Kampf berichten, dass wir aktuell seit 2 Monaten versuchen, sowohl in Hamburg als auch in Berlin ein richtiges Studio aufzubauen. Also im Moment bauen wir diese Mikrofone wieder ab und natürlich hat jeder Redakteur selbstverständlich da irgendwie, nicht jeder, aber viele, viele Redakteure haben beim Spiegel in Hamburg selbstverständlich ein Einzelbüro, aber jetzt kommt irgendwie so ein Audioressort und was wollt ihr eigentlich nochmal? Und darf nicht so laut sein. Und also da sind natürlich auch so Sachen, wo wir erstmal jetzt sagen müssen, hallo, Audio, jetzt ganz, ganz wichtig. Bei den Kollegen kann man aber sagen, war natürlich einfach so, aha, und was ist das jetzt? Und dann haben wir denen erklärt, nee, ihr sollt jetzt hier keine Statements geben, sondern wir setzen uns hin, wir nehmen uns richtig Zeit, wir reden 40 Minuten, ihr könnt so quatschen, wie ihr unter Kollegen quatscht und so, ihr könnt auch ein bisschen aus dem Hintergrund erzählen, ein bisschen menschlich erzählen. Und dann war aber eher das Feedback bei den allermeisten, es gibt auch so 2, 3, die sagen, ah, ist nicht mein Ding, aber bei den allermeisten, ah, ist ja viel besser als diese Video-Interviews. Also eher so ein, man sitzt dann da und dann quatscht man eigentlich und ist ganz gemütlich und die kannten es dann eher so im Vergleich zu, ich muss ein Fernsehinterview geben oder ich muss einen Auftritt bei Phoenix machen und dieses Podcast, das ist irgendwie so was Angenehmes. Also da stoßen wir eigentlich total auf offene Ohren und im Moment ist es eher so, dass alle 5 Tage jemand in unserer Tür steht und ich habe eine Podcast-Idee und wir jetzt eher so ein bisschen moderieren müssen, so, das ist überhaupt ein Podcast und ja, nette Idee, aber das ist vielleicht... eine Serie von 5 Sachen, aber noch kein ganzer Podcast. Und also im Moment ist die Motivation sehr, sehr, sehr hoch. Also die Bereitschaft der schreibenden Kollegen eben auch zu uns zu kommen, zum Kollegengespräch, das kostet die natürlich schon dann auch Zeit und die müssen das in ihren Alltag irgendwie integrieren. Aber Topseller ist, die werden dann oftmals von ihren Kindern drauf angesprochen, weil wir festgestellt haben, die Kinder, Teenager sprechen dann schon drüber und Papa, ich habe dich da wieder im Podcast und so weiter. Das ist irgendwie auch ein Grund, haben wir festgestellt, der für uns spricht. Da hinten ist eine Frage. Ich komme. So, ja, alle erstmal vielen lieben Dank für euren Vortrag. Voll gut, dass ihr das hier vorgestellt habt. Ich habe eine Frage, wie ihr mit positiven, negativen Nachrichten umgeht. Also, weil das war jetzt sehr... Also Wutbürger und so und Sozialabbau bei der SPD und so, auch sehr parteiorientiert. So, wie sieht's aus mit
die Aufstehen-Demo in Berlin, diese Unteilbar, so war das die Unteilbar-Demo in Berlin, die große, oder jetzt die Umweltbewegung und so. Wie geht ihr mit sozialen Bewegungen um und auch mit positiven Nachrichten, die nicht davon handeln, dass man nicht mehr rausgehen kann in den Park? Können wir schon verraten, was wir nächste Woche machen? Ja, wir wurden ja vorhin auch schon Zeuge eines neuen Podcast-Produkts aus dem Hause 4000 Hertz. Ich glaube, dann dürfen wir das sagen. Also kommende Woche wird es tatsächlich um das Thema gehen. Überwiegend junge Menschen, die sich politisch engagieren, aber eben nicht in Parteien. Wieso? Also natürlich sind wir dann irgendwie der Spiegel, der dann doch irgendwie die kritische Frage stellt, wieso sind die nicht in den Parteien? Aber also solche Sachen versuchen wir auch auf jeden Fall aufzunehmen. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche die Live-Folge mit Kevin Kühnert, Philipp Amthor und Luise Amtsberg von den Grünen. Da ging es um junge Leute in der Politik. Da geht es dann natürlich mehr um Parteipolitik, aber kommen die Themen der Jungen zu kurz? Das ist dann vielleicht irgendwie die negative Frage, aber natürlich auch, was können wir tun, um junge Leute mehr einzubinden? Was können wir tun, um endlich mehr diese Themen zu hören? Also natürlich ist viel diese Parteipolitik und dieses, was macht jetzt AKK und wie geht es jetzt mit der CDU weiter und welche Chancen hat jetzt die AfD im Osten bei der Wahl? Das ist natürlich was, was allein durch die Nachrichtenlage uns oft antreibt und auch unsere Hörer interessiert, merken wir dann. Aber wir versuchen schon immer wieder rauszugehen und auch irgendwie so gesellschaftliche Themen aufzugreifen. Fällt dir gerade noch ein Beispiel ein? Es ist so eine Mischung. Also wir sind der Politik-Podcast von Spiegel Online. Das heißt, wir müssen auf so eine Woche wie beispielsweise die, in der die Kanzlerin Montag sagt, sie wird nicht nochmal kandidieren für einen Parteivorsitz. Das müssen wir machen. Das wollen wir natürlich auch machen. Und so eine Ereignisse wie jetzt für mehr Klimapolitik protestierende Schüler, das ist dann etwas, was wir uns eher so ein bisschen on the long oder so mittelfristig anschauen. Wir merken, da draußen passiert was, dann gehen wir vielleicht auch schon mal hin und machen eine Aufnahme und beobachten das dann noch ein paar Wochen und überlegen, aha, wie ist der Rahmen, in den wir das betten können. Also so ist es letztlich, ich glaube, die Frage ging so ein bisschen in die Richtung, wie sehr ist es dann immer so die Tages- oder Wochenaktualität und wann kann es auch so darüber hinausgehen? Positive und negative Nachrichten, wie wir das gewichten. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich bewusst darauf achte, was jetzt eine positive Nachricht ist, weil natürlich, klar, das ist ja immer eine Diskussion, warum berichtet ihr Medien immer nur das Negative, weil natürlich wir irgendwie auch dazu da sind, um hinzugucken, wo mangelt es bei den Kita-Plätzen. Ne? Also klar, da kommen natürlich Erzieher vor, die ihren Job toll machen wollen, aber wir legen natürlich so ein bisschen den Finger in die Wunde und gucken, warum ist das so, dass es so wenig Kita-Plätze gibt? Und das ist leider keine positive Nachricht. Ich überlege gerade, ob wir mal eine durchweg positive Folge hatten. Ja, ich glaube jetzt so in der Unterscheidung weiß ich gar nicht, ob das, wie weit das führt. Eher vielleicht so, was natürlich die ultimative Kategorie immer für uns sein wird, ist, wie relevant ist das? Wären die Schüler nur einen Freitag auf die Straße gegangen, würden wir wahrscheinlich nicht über Wochen dieses Thema begleiten. Wir sehen aber, nein, das ist keine Eintagsfliege, da ist wirklich was los. Also wollen wir wissen, warum ist das so? Was steckt da dahinter? Also das sind ja so ein bisschen so die Kategorien. Und übrigens, hier im Publikum ist, glaube ich, auch der Jonas, der bei uns nämlich ein Praktikum gemacht hat und der war bei den Klimaschülern. Da unten sitzt er, genau. Super. Okay, wir wären jetzt eigentlich an dem Zeitpunkt, wo wir den nächsten Talk begrüßen würden. Die sind jetzt aber, glaube ich, noch nicht im Raum. Doch? Ah. Gut, dann sagen wir an der Stelle nochmal vielen Dank, Sandra Sperber und Jasmin Yüksel. Dankeschön. Für die Vorstellung von Spiegel Online. Danke. Okay.